Guten Morgen, liebe Womoklik-Freunde. Ich befinde mich hier mit Rolf Jährmann am Caravan Salon in Bern 2021. Und der Rolf Jährmann, er ist Initiator vom Womoland CH. Und als erstes soll er sich kurz vorstellen und sagen, was das Womoland CH ist. Also ich bin begeisterter Wohnmobilfahrer, war früher Berufssportler und jetzt auf 4 Räder umgestiegen. Und da wir sehr viel auch in Deutschland unterwegs waren, merkten wir schnell, dass da in der Schweiz die Infrastruktur noch 20 Jahre hinterherhinkt. Und irgendwann kam die Idee, wir gründen einen Verein, der sich für mehr Infrastruktur in der Schweiz einsetzt. Wir haben den richtigen Zeitpunkt erwischt, die richtigen Leute, und wir haben in den letzten 2 Jahren über 200 neue Stellplätze in der Schweiz geschaffen. Über 200 neue Stellplätze, ihr müsst euch vorstellen, ich habe mit Womoklik 2012 begonnen und damals wollte ich in der Schweiz an und für sich Stellplätze vorführen, nur es gab keine und darum bin ich ja mehrheitlich nach Deutschland geflüchtet und habe da dann die Stellplätze vorgestellt. Und wie er sagt, in der Zwischenzeit gibt es natürlich jetzt auch in der Schweiz verschiedene Beispiele. Hier an der Karte sieht man es. Viele Tupfer sind dran, sei es im Tessin, Ostschweiz, Westschweiz. Ja, gut vertreten, wenn man da die Tupfer sieht. Jetzt, Rolf, du hast natürlich da Verschiedenes zusammengeführt. Und was ganz lustig ist, es gibt einen Stellplatz an dem Ort, wo ich ja gewohnt habe oder wohne, das wäre Niederbüren. Ich selber weiß gar nicht, dass es da einen Stellplatz gibt. Rolf, ich kenne den Stellplatz nicht. Ja, du suchst ja zu Hause auch keinen Stellplatz, darum weißt du das nicht, oder? Aber das ist jetzt einer von den ganz kleinen, den wir haben. Das ist ein Privater, der einen Stellplatz anbietet. Aha. Und der wollte auch auf unser Verzeichnis, ist ja klar. Ja. Und darum haben wir im Prinzip ganz kleine und auch ganz große. Wir haben solche mit sehr guter Infrastruktur und auch solche, wo man einfach wirklich nur übernachten kann. Aber das Wichtigste ist, auf all diesen Plätzen darf man offiziell übernachten. Mhm. Also es sind offizielle Plätze, es sind keine irgendwie, wo man vertrieben wird. Mhm. Wenn ihr unter euch einen Golfer habt, dann fahrt nach Niederbüren. Da hat es einen wunderschönen Golfplatz. Es gibt aber noch viele andere Stellplätze in der Schweiz, viele schöne Plätze. Aber dann bin ich ganz erstaunt, die machen einen Stellplatz. Nehmen wir jetzt das Beispiel Davos. Die wissen dann aber wieder nicht, wie viel Geld, dass man den Wohnmobilisten abzwacken will, obwohl die ja Geld in den Ort bringen. Das stößt natürlich schon ein bisschen auf Widerstand, oder? Also das ist ein großes Problem, das wir haben, dass manchmal Tourismusdestinationen das Gefühl haben, sie können die Wohnmobilfahrer melken, bevor sie dort sind. Da versuchen wir Einfluss zu nehmen, aber wir sind dran, wir versuchen die Destinationen zu beraten. Manche hören auf uns und das sind die Preise sehr moderat oder zum Teil auch gratis, weil sie merken, die Wohnmobilisten geben ja das Geld aus und andere Destinationen sind halt beratungsresistent, aber das gibt es immer. Genau, ein kleiner Tipp an die Stellplatzbetreiber oder die es werden möchten in der Schweiz. Es würden halt viele Deutsche in die Schweiz kommen, wenn es nicht so enorm teuer wäre. In Deutschland sind die Stellplätze zwischen, ich sage jetzt 8 Euro und maximal 20 Euro, das in dem Bereich sind sie. An der Nord- und Ostsee sind die Preise ein bisschen höher, das geht dann Richtung 30 Euro. Aber 50 Franken jetzt für einen Stellplatz ist enorm viel. Habe ich übrigens auch kein Verständnis für die Messe Bern, wenn sie von den Wohnmobilisten da draußen für 24 Stunden auch 50 Franken abzwacken. Und darum an die Messe, seid ein bisschen gnädig, es würde der ein oder andere Wohnmobilist mehr kommen, wenn er nicht so viel zahlen würde. Also ich muss noch sagen, das sind dann die Ausnahmen, die 50 Franken kosten. Der normale Preis in der Schweiz, also der Durchschnittspreis, ist zwischen 20 und 25 Franken. Und das, denke ich, das liegt drin. Das empfehlen wir auch als Maximum.
Aber alles, was so ein 3 und mehr davor hat, das wird dann schon relativ teuer. Jetzt, Rolf, die Karte zeigt hier rote Tupfer und schwarze Tupfer. Was bedeutet das? Die roten Tupfer sind die neuen Stellplätze der letzten 2 Jahre. Und bis Anfang 2020 gab es in der Schweiz knapp 100 offizielle Plätze. Und inzwischen sind wir bei 325. Jetzt, wenn ihr so einen Stellplatz sucht in der Schweiz, wo findet man die? Die offiziellen findet man bei uns auf der Webseite. Wir haben hier einen Flyer, einen Kleber gibt's. Der ist hinten ans Wohnmobil gedacht, nehme ich jetzt an. Genau. Und hier einen schönen Flyer mit QR-Code, dann ist man direkt drauf. Ach, genau. Habt ihr eine App? Wir haben seit 2 Tagen eine App. Darauf sind wir stolz. Aber wir müssten dann schauen, wie sich das nächstes Jahr bewährt. Ja. Der Vorteil, den wir im Moment in der Schweiz haben, die Leute wissen noch nicht, dass es in der Schweiz viele Stellplätze gibt. Und darum findet man in der Schweiz immer viel Platz auf den Stellplätzen. Ja. Weil eben die Ausländer oder auch die Deutschen, die kommen noch nicht in der Schweiz. Und volle Stellplätze, wie es in Deutschland angetroffen wurde diesen Sommer, haben wir in der Schweiz nicht, weil wir einfach das Angebot verdreifacht haben. Oder? Ihr fahrt ja meistens Richtung Italien. Wenn ihr vom Norden kommt, dann wäre ja an und für sich Kreuzlingen. Da fährt man dann so an dieser Strecke und da hat es ja viele Möglichkeiten, wo man anhalten kann. Ebenfalls kommen viele von Basel her. Auch hier Luzern, also Willisau, so, da gibt es die schönsten Stellplätze. Auch Richtung Genfersee gibt es schöne Orte. Und was wir auch auf der Webseite haben, wir haben alle öffentlichen Entsorgungsstationen aufgelistet. Ja. Weil in der Schweiz haben wir das Problem, es gibt kein Schild für öffentliche Entsorgungsanlagen. Ja. Also die können auf der Autobahn gar nicht angezeigt werden. Ja. Und darum findet man die bei uns auch auf der App und auf der Webseite. Ich meinte, irgendwo mal eine Liste gesehen, wo die Autobahnraststätten, es sind glaube ich 8 Stück, die ebenfalls Entsorgungen für Wohnmobile haben. Also da bist du noch hinter dem Mond mit den 8 Stück. Inzwischen gibt es über 20 Stück auf Autobahnraststätten, aber die sind nirgends signalisiert, weil wir eben das Schild nicht kennen. Also wir sind da dran, um irgendein offizielles Schild, also von Deutschland zu übernehmen, dass das in der Schweiz akzeptiert wird. Das heißt, die Schweiz ist fortschrittlich bezüglich Entsorgung, aber eben bei den Stellplätzen darf man noch ein bisschen zulegen. Womoklick würde gerne mehr Stellplätze eintragen. Die Bedingung ist, dass es halt mindestens 15 Parzellen hat. Und Rolf, du weißt, wie viel von den Plätzen hat über 15 Parzellen? Es sind nicht sehr viele große, aber wir haben immerhin einer, der hat 200 Plätze. Ja. Und auf den sind wir stolz. Und wir wissen, dass in Zukunft auch Plätze, oder es sind momentan Plätze geplant, die zwischen 20 und 40 Stellplätze haben. Also, ihr seht, es geht etwas in der Schweiz und vielleicht bin ich ja nächstes Jahr wieder da und dann hat es noch mehr Tupfer hier drauf. Der Rolf ist unterwegs mit Wohnmobil und natürlich auch mit Fahrrad, nehme ich an. Das Fahrrad nur dann, wenn es ganz flach ist. So kennen wir dich gar nicht. Der Rolf war früher Radprofi. Erzähl rasch ein bisschen von deiner Karriere. Also ich bin 8-mal die Tour de France gefahren, habe auch eine Etappe gewonnen. Ich habe die Tour de France nie gefahren, da war Jan Ullrich stärker unter Lance Armstrong. Aber ich bin auch viel in Deutschland gefahren. Aber irgendwie die Gegend, die erkunde ich jetzt erst mit dem Wohnmobil und merke, wo es überall schön ist. Vorher war die Steigungen und von woher der Wind kommt viel wichtiger. Und Tour de Suisse hast du doch vergessen.
Ja gut, die bin ich 13 Mal gefahren, aber ich weiß gar nicht, ob ein Deutscher die Tour de Suisse kennt. Also wir kennen sie, hier schauen jetzt auch viele Schweizer. Also von hier aus, von Bern, vom Caravansalon, grüßen wir euch recht herzlich. Und der Rolf, super, haben wir den Rolf, er hat das ins Leben gerufen. Im Hintergrund stehen da viele von der Crew, alles Mithelfer. Die erste, die mich heute begrüßt hat, das ist die Finanzdirektorin. Genau. Ich weiß. Also ich mache das nicht alleine. Ich habe ein sehr gutes Team im Rücken. Ja. Und von dem her stehe ich hier vor der Karte, habe einen großen Kopf, dabei arbeiten die im Hintergrund. Du hast es gut. Noch ganz schnell, hier hat es noch, wenn ich noch ins Bild laufe, man könnte sich anmelden, wenn man dazukommen will. Ja, also wenn Schweizer können Mitglieder werden, sie werden regelmäßig informiert, wo es neue Stellplätze gibt, für was wir einsetzen. Mhm. Und für uns ganz wichtig, jedes Mitglied kann immer melden, wo es eine Idee für einen Stellplatz gibt. Und dann können wir danach mit der Gemeinde diskutieren und hoffen, dass daraus etwas wird. Ich gratuliere jetzt schon dem Ehepartner, der ist nämlich kostenlos. Genau, also wir verlangen einen Beitrag im Prinzip pro Wohnmobil, egal wie viele da mit der Familie umherreisen. Gut, also nochmals viel Glück euch und wir sehen uns bei womoland.ch. Schaut rein, da sind die Stellplätze und dann wisst ihr auch, wo ihr hinfahren sollt. Rolf, vielen Dank und tschüss. Tschüss. Ciao.